Ja Leute, jetzt bin ich wieder hier auf dem Moped, nicht wie sonst immer auf der GT, sondern einfach mal auf der 125er DT, weil ich bin auf dem Weg zum Kollegen, er hat ein neues Moped bekommen und ja, dann wollen wir gleich mal eine Runde fahren, mal ein bisschen angucken und so. Und ja, für heute habe ich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so wirklich so ein richtiges Thema, sondern ich habe gedacht, ich fahre einfach ein bisschen zum Kollegen hin, laber ein bisschen was und allgemein zu den Themen, was so kommen wird und so noch ein bisschen. Und ich habe mal auf Instagram gefragt, was ihr so sehen wollt, und viele von euch haben Interesse daran, halt an Kaufberatung allgemein, ob es jetzt über Mofas ist, so worauf sollte man achten, oder 125er, was ist für mich eine gute 125er, worauf sollte man beim Kauf achten, und auch Richtung Tuning, so Richtung Preise. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich nicht so wirklich vorgehabt, über Preise vor allem Videos zu machen, aber wenn da so eine große Nachfrage nach ist, werde ich mal probieren, da vielleicht die Tage was so aufzunehmen. Und ja, ich wollte mal wissen, was haltet ihr so von dem Thema Kaufberatung und so? Also ich habe Bock drauf, das zu machen, dann würde ich vielleicht mal nächste Woche, obwohl nächste Woche kommt wahrscheinlich eher was in Richtung EXC. Richtung EXC wollte ich auch noch was sagen. Ich habe da jetzt Stuntpacks an die Seite dran gemacht für Schweiß, wir haben eine Stuntbar. Nächste Woche kommt wahrscheinlich Felgen und, oh Gott, hier ist die auch eine Drossel noch so drin. Das ist ganz geil bei der DT, man kann die hier bei diesem Schalter entdrosseln. Von der 80 km/h Drossel, weil die TS hat ja früher noch eine 80 km/h Drossel. Und wenn du den Schalter umlegst, ist sie, ich weiß jetzt gar nicht in welcher Stellung, ich bin jetzt schon so lange nicht mehr ausgefahren, ich bin immer nur zum Kollegen hin und her gefahren. Ich glaube, jetzt müsste sie offen sein. Nein, ist sie nicht. Wartet. Warm gefahren ist sie jetzt schon. So. Ja, jetzt ist sie offen. Ja, das ist ganz geil, wenn man den Schalter halt so umlegt und vor allem dann der Polizeikontrolle, ich weiß nicht, hier wird sie ja nicht kontrolliert, aber dann fällt das mit den 23 PS auch nicht so auf, obwohl man eigentlich allgemein sagen muss. Mir ist keiner bekannt, der schon wegen 23 PS irgendwie Probleme gekriegt hat. Weiß gar nicht, ja. Hat irgendeiner von euch schon mal Erfahrung damit gemacht, dass jemand mit der entdrosselten DT irgendwie polizeilich Probleme gekriegt hat? Mir würde jetzt überhaupt nichts einfallen. Aber, naja, wie gesagt, zum Thema EXC, wir wollen mir eine Stuntbar schweißen, das will ich probieren zu zeigen. Ich will, die Felgen sind ja auch bestellt, die kommen hoffentlich nächste Woche, vielleicht übernächste Woche, dann will ich auch so ein bisschen was über die Felgen zeigen. Und ich hätte Bock darauf zu erklären, so warum habe ich mich zum Beispiel für die Axle-Felgen entschieden. Und Bremsanlage habe ich auch bestellt. Warum ich zum Beispiel die Bremsanlage gewählt habe und all so eine Scheiße. Das geht ja auch schon so ein bisschen in Richtung Kaufberatung. Und dann auch halt den Zusammenbau zeigen. Und ich muss sagen, zusammenbauen kann ich sie auf den Felgen noch nicht. Hört sich jetzt dämlich an, aber ist so, ich habe noch keine Kohle für Reifen. Und habe deswegen nur die Felgen, kann sie deswegen leider nur ein bisschen zeigen. Aber das kommt dann nächsten Monat, wenn ich wieder Lohn habe. Weil auch bei mir ist mal das Geld zu Ende, auch wenn viele immer denken, ich hätte unendlich Kohle. Aber das ist leider nicht so. Also wie gesagt, ich zeige immer ein bisschen Felgen und so, erkläre ein bisschen, warum haben wir das gemacht. Vielleicht zeige ich auch, nehme ich auch was auf, wenn ich die Stuntbar schweiße. Und ich habe auch noch einen DT-Motor liegen, den ich noch zerlegen muss. Und dann wieder neue Lager, also wo neue Lager rein sollen, Simmering und so weiter neu. Vielleicht zeige ich das auch so ein bisschen. Muss ich mal gucken. Und ja. Viel mehr gibt es jetzt gerade eigentlich auch gar nicht so groß zu erzählen. Ich wollte einfach nur spontan ein bisschen was über die Themen sagen, was kommt. Auto wünschen sich ja auch viele. Nur zum Thema Auto kann ich gerade noch nicht so viel bringen, weil ich habe einfach noch keinen Autoführerschein. Und so mit dem Auto durch die Gegend fahren ist selbst hier schon ein bisschen kriminell. Und da drehen mir meine Eltern auch mal ganz klar den Hals um. Auch wenn die mir viel erlauben, aber wenn ich mich einfach in mein Auto setze und rumfahre, dann kriege ich doch ein bisschen Ärger. Boah, die Windgeräusche sind ganz schön heftig. Ich hoffe, man hört das Autovideo nicht. Dann drehen die mir auch den Hals um. Also irgendwann ist auch Schluss bei denen. Von daher kann ich da jetzt noch nicht so viel zu bringen. Vielleicht ein bisschen Schrauben und so, weil wieder Manta Motorumbau steht bald an. Und ja, ist ein geiler Agila hier vor uns. Ja, ich fahre jetzt einmal zu meinem Kollegen mit der LC4. Und ja, vielleicht zeigen wir die auch noch kurz. Das wollte ich auch noch vorschlagen. Was haltet ihr davon, wenn ich einfach mal so aus der Crew so ein bisschen die Mopeds zeige? Zum Beispiel, wir haben eine DRZ400. Ein anderer hat eine 640er LC4 gerade erst gekriegt, die habe ich auch jetzt einmal gesehen. Er hat jetzt eine 400er LC4 gekriegt und jemand anders, also es sind auch viele dabei, die auch noch neue Mopeds kriegen wollen und einfach mal sozusagen eine kleine Probefahrt mit den Mopeds machen, ein bisschen was dazu zeigen und so.
bisschen Vor- und Nachteile und all so eine Scheiße. Boah, die Windgeräusche werden ganz schön laut. Ich hoffe, man versteht mich auch vernünftig, ey. Das ist echt zum Kotzen. Ja, also allgemein. Ihr könnt einfach mal reinschreiben, was ihr so von den Themen haltet, was ihr noch gerne mehr hören wollt. Ich bin für Vorschläge offen. Ich hoffe, es hat euch auch heute mal gefallen, auch wenn ich heute erst nicht viel Konstruktives gebracht habe, sondern einfach nur so ein bisschen gelabert habe, sozusagen. Ja, und dann sage ich einfach mal, bis gleich, wenn ich bei meinem Kollegen bin, wenn wir die NC4 noch zeigen. Falls wir die noch zeigen sollten, ich weiß nicht, ob man da Bock drauf hat, muss ich ihm leider von seinem Glück erzählen, dass wir seinem Opel gleich noch ein bisschen zeigen wollen. Und dann gucken wir einfach mal, was er da gleich so sagt. Naja, falls ihr da gleich keinen Bock drauf habt, sage ich einfach schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und sonst, bis gleich. Ich habe die Hand gedrückt und hat gesagt, fahr mal eine Runde, guck's dir an. Und ich habe gedacht, warum nicht? Nehme ich einfach mal mit, zeige ich das auch so ein bisschen, gucken wir das zusammen mal an. Wir sind jetzt noch gar nicht so groß gefahren. Hier hat auch erst 40 Grad Öltemperatur, also kannst du noch nicht übertreiben. Mal ein bisschen gucken. Ja, das ist eine LC4 400. Ist eigentlich ein geiles Teil. Das Einzige, was mich persönlich nur. Also, erstmal vom Fahren, ich bin jetzt nur ein kleines Stückchen gefahren. Die fährt sich echt schön. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, von wann die ist. Ich glaube, 97. Relativ alt, also. Ist jetzt. Ist ein schönes Teil, finde ich. Ob sie gut ist auf Dauer, muss ich ja zeigen. So, aber ich glaube, nicht viel Negatives über die LC4-Motoren hört man ja nicht, sondern hat nicht gute Motoren sein. Vom Aussehen her finde ich auch echt geil. Vor allem die Dinger sind ja nicht teuer. Muss man einfach mal sagen, und für das Geld ist das echt ein Top-Moped. Ist wirklich geil. Ich glaube, 42 PS hat sie. Das Einzige, was für mich wirklich negative Punkte sind, ich bin ja nun wirklich nicht der Schwerste und sie hat nur einen Kickstart. Und hat nur einen Hauptständer und allein dieses Moped auf den Hauptständer zu stellen, ist für mich eine Aufgabe, die nicht so einfach ist. Also da muss auf jeden Fall noch ein Seitenständer dran, sagt er auch. Auch wenn er das hinkriegt mit dem Hauptständer, für mich ist das nicht so einfach. Ich hatte gerade gut gekämpft, die vernünftig hinzustellen. Und sie hat nur den Kickstarter und ich habe mich auf diesen Kickstarter. Wow, hat sich gerade einmal kurz verabschiedet. Ich hoffe, der hält jetzt noch ein kleines Stückchen. Ja, es passiert einfach gar nichts. Und ja, sonst an sich eigentlich schönes Moped, nur Auspuffanlage muss doch anders, weil ich persönlich finde das nicht so geil, wenn man nur hier hat man so einen alten Mittelschalldämpfer und der Auspuff hier mit dem Knick.